Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid, nachdem wir alle sehr intensiv zurzeit Shadow of the Erdtree spielen. Ist doch auch mal wieder schön, zurück nach Dark Souls 3 zu gehen und mit unserem Lore-Run weiterzumachen, oder? Legen wir los. Essen vor mir, Bier auch. Let's go, Mr. Darkrow. Dir hallo, Miramax, dir hallo. Schön, dass ihr da seid, meine beiden wundervollen Moderatoren. Und natürlich an alle anderen auch. Wo sind wir stehen geblieben? Iritön, ne? Oh, Highlight. Highlight. Ah, ja. Ah, herrlich. Gut, dann tauchen wir ein in die Story und den Hintergrund dieser fantastisch gebauten Stadt. Rote Beete mit Toast. Hm. Mag rote Beete. Dankeschön für dein Abo. Let's go kleiner als drei. Vielen Dank. Werde ich auch mal wieder Dark Souls 2 spielen? Mal schauen. Da muss ich immer sehr viel Lust und Laune ansammeln. Hey, halt. Hey, hey. Hey. Aber bestimmt mal wieder tatsächlich. Komm mal her. Ah, Dedeon, guten Abend. Wagner, guten Abend. Ugh. Bonk. Wie war deine Woche? Ordentlich Prügel eingesteckt? Ging eigentlich. Ich komme ganz gut voran. Also ich habe auch jetzt schon ein paar Episoden von Erdtree vorgedreht. Das heißt, die nächsten anderthalb Wochen sind schon mal... Nee, nur die nächste Woche, glaube ich. Weil ich mache immer zwei bis... Doch, nee. Ja, so zwei bis drei Episoden pro Woche. Und... Ja. Macht bisher einen Riesenspaß. Tasty Guitar Sushi. Guten Abend. Und Haros. Wann kommt die neue Folge Sekiro raus? Dienstags. Immer dienstags. Was hältst du von nicht wenigen negativen Reviews aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads? Ich finde die Diskussion um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen mühselig. Weil, wenn man From Software kennt und die From Software DLCs kennt, weiß man, dass das die Tradition ist, dass ein From Software DLC in Sachen Schwierigkeitsgrad immer noch eine Schippe oben drauf legt. Das war schon immer so, seit Dark Souls 1. Und ja, dadurch, dass das Elden Ring so ein bisschen im Mainstream angekommen ist, haben natürlich auch sehr viele Genre-Einsteiger das Spiel kennengelernt und sind jetzt natürlich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Weil sie das nicht kennen und nicht wissen. Aber dann deswegen so toxisch Review-Bombing zu betreiben, finde ich hochgradig pubertär. Weil der DLC ist schwer, keine Frage, aber sowas, was ich bisher gespielt habe, zu keiner Stelle unfair. Das wäre auch neu tatsächlich, dass From Software irgendwas macht, was unfair wäre. Das habe ich noch nie erlebt. Ach, jetzt ihr, ja. Oh, euch liebe ich ja. Hey. Oh, hä? Hobart, guten Abend. Hey. Spinnst du eigentlich da hinten? Oh, die Grab Attack. Ist deine Meinung zu Ende? Er ist nicht zu schwer. Er ist schwer, aber nicht zu schwer. Wie ich gerade meinte, das ist typisch From Software. Von Artorias of the Abyss über die drei DLCs aus Dark Souls 2 bis hin zu Dark Souls 3, Bloodborne. Diese ganzen 6-7 DLCs, die. Au! Die sind bisher allesamt Endgame-Material und hoch anspruchsvoll.
Was habe ich verpasst? Du, wir spielen erst seit 2-3 Minuten. Noch hast du nichts verpasst. Keine Sorge. Gerade der Anfang hier von Iritöl. Alles noch. Hey, das Katana. Das unterbricht die Burschen aber ordentlich gut, ey. Ich liebe das. Ich frage mich, ob das Miyazaki interessiert, was die Leute vom Schwierigkeitsgrad tut es. Der hat ja auch im Grunde, der erste Patch hat ja auch schon die diese exklusiven Buffs, die es im DLC gibt, diese die Skadubaum-Shards und die Aschen-Shards, hat er ja ein bisschen stärker gemacht durch einen kleinen Patch, sodass die Leute, die wirklich Schwierigkeiten haben, dann da so ein kleines bisschen eine Hilfe bekommen und die eigentlichen Hardcore-Fans ja die ignorieren können. Das ist super, super Sache. Rüstung des Hohepriesters. Das lesen wir doch mal. Die Rüstung der Hohepriester-Ritter, die nun ihr Dasein als Geister von Iritöl fristen. Diese blau-graue, in dünne, kalte Luft gehüllte Rüstung ist leicht und zerbrechlich. Ach du arme Wurst da unten. Getränkeumfrage. Ich habe gerade noch gar nichts hier. Ich habe Mineralwasser hier. Schlimmste Gegner in Dark Souls 3. Blitzian! KV. KF. Dankeschön. Schlimmste Gegner in Dark Souls 3. Mal sehen, wenn ich über einen stolper, sage ich's. Mir fällt gerade keiner ein. Ich bin noch lange nicht durch. Also ich habe, heute ist ja die, welche Episode ist heute live gegangen? Die vierte oder die fünfte? Und ich bin gerade bei Episode 7 zu drehen. Oder 8. Also so weit vorne raus bin ich nicht. Julian reicht auch, alles klar. Die Schwerkraft, stimmt. Schwerkraft und Gier, das sind die schlimmsten Gegner. Hey, au. Bist du schon durch mit... Also, wurde ich schon gespoilert? Nee, gespoilert wurde ich noch nicht, tatsächlich. Gott sei Dank. Das habe ich bisher irgendwie, Gott sei Dank, vermeiden können. Also, es ist so, dass das Lukas, mein Mann, der spielt es ja parallel gerade. Und da tauschen wir unsere Erfahrungen so ein kleines bisschen aus. Aber bisher hat das sehr gut vermeiden können, mir irgendwas zu verraten. So, das war die Qual hier. Wunder von Doris, der Verwirrten. Doris ruft einen großen Insektenschwarm, der an Feinden nagt. Jene, die zu lange am Rand des Abgrunds verweilen, fallen oftmals hinein. Doris hat diese Finsternis genossen und sich an ihrer Gefahr berauscht. Also ich stehe jetzt vor dem Endboss und es ist krass, was man für 40 Euro bekommt. Ich kritisiere nur eines Boss-Recycling in einem DLC. Im Hauptspiel okay, aber DLC muss das nicht sein. Aber genial für wenig Geld. Ich habe noch nicht so weit gespielt. Ich habe bisher noch keinen Boss gesehen, den ich noch nicht kannte. Was war das jetzt? Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? War das irgendwas zum Lesen? Tut mir leid. Tasty Guitar Sushi. Zum Glück keine Spoiler. Der erste Playthrough in einem From Soft Souls ist immer magisch kleiner als 3. Das ist er. Vielen Dank für dein Abo. Dankeschön, Julian. Vielen Dank. Es freut mich sehr. Ist Lukas der bessere DS-Spieler oder machst du einfach schon... Nee, tatsächlich, also da das gibt er auch immer zu. Er spielt es auch lange nicht so intensiv wie ich. Dadurch, dass ich ja den Kanal habe und allein schon durch die Videos sehr viel mehr mit Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro und so zu tun habe, ist da mein Erfahrungsschatz um Welten größer als seiner. Aber er hat trotzdem Spaß an dem Genre und spielt es auch gerne und ist auch gut darin, also... Paar Drachen schon mal im Hauptspiel, aber das ist ja auch eine neue Art von Drache, ne? Also ist ja nicht so, dass man den Drachen schon so kannte im Hauptspiel. Insofern auch da alles okay. Oscura ist neu hier. Kennst mich nur von YouTube? Das freut mich. Willkommen hier in unserer illustren Runde. Immer freitagabends hier auf Twitch. 19 Uhr, wenn du magst.
und gerade nichts Besseres vorhast. So. Ich finde es ja echt erbärmlich. Nein, nicht erbärmlich. Sagen wir traurig, dass hier hinten nichts liegt. Ne? Hexenbaumzweig. Alles klar, rote Beete. Dankeschön. Das haben wir ja schon gelesen. Hexenbaumzweig ist ja... Andri, hi. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horus. But my duty must be done, even alone. As an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. Ring des bösen Auges. Dieser Ring fing den verruchten Geist eines bösen Auges ein, einer Kreatur, die Astora verwüstete. Der schreckliche Geist hätte Astora beinahe zerstört, wurde schließlich aber vom Schwert eines edlen Kriegers besiegt. Von wem wohl? Ah. You are brave indeed. To face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Ruhige Entschlossenheit. Ah, okay. Ich finde, es gibt keine schlechten Spieler. Man muss halt jeden Gegner lernen machen. Das machen Souls Games aus. Ja, das stimmt tatsächlich so ein bisschen. Man muss sich auch immer im Grunde auf das Spiel so ein bisschen einlassen, dass man spielen will, um gut darin zu werden. Hat mir das Ding der Eintracht schon gesammelt gehabt? Nein. Blutverschmiertes Schrumpfohr. Andenken von besiegten Schuldigen. Wer die Götter verhöhnt, den strafen die Finstermondklingen. Sie nehmen Besiegten die Ohren als Beweis ihres Triumphs. Die ohrlosen Leichen bleiben zurück, als Mahnung, die Götter zu fürchten und zu achten. Dies ist der ewige Wille der Finstersonne. Ich hatte das Gefühl, dass man mit DLC halt weniger einfach alles mit dem Bluthund-Reißzahn niedermacht. Ja, ich werde jetzt demnächst sowieso auf eine andere Waffe umsteigen. Ich habe nämlich das Drachengroßkatana finde ich sehr interessant und das werde ich mal benutzen. Kannst du mir einen Tipp geben beim Endboss in Elden Ring? Schau mal in meine Videoreihe rein. Auf YouTube. Ich habe ja einen kompletten Einsteigerguide gemacht. Und da habe ich zu jedem Boss ein Video. Ach, das Online-Spielobjekt, genau. Ihr seid übel, ihr unsichtbaren Viecher. Lukas spielt besser 4 in Level 4 gegen die Nurse. Das ist sowas von richtig, ja. So hat halt jeder so seine eigene Nemesis an Bossgegnern, ne? Kommt zum DLC auch ein Einsteigerguide, erst zumindest eingeplant, ja. Aber das wird noch ein Weilchen dauern. Because reasons. Heimatknochen. Und toten Knochensplitter. Soulsplayer, das freut mich. Dann hoffe ich, dass ich ihm durchaus weiterhelfen kann mit meinen Videos. Dankeschön, Miramax, fürs Verlinken. Vielen Dank. Die Reichweite zu markieren ist hier deutlich geringer als in Elden Ring, fällt mir gerade auf. Der Guide wird wieder so eine Mammutaufgabe. Ja, das Gefühl habe ich auch. Vor allem werden die Boss-Videos wohl ein bisschen aufwendiger. So wie mein Boss-Video zu Malenia, wo ich echt... Das war das aufwendigste Video, oder eines der aufwendigsten Videos, die ich je gemacht habe, mit fast 70 Schnitten. Sehr vielen Takes, sehr vielen Aufnahmen, sehr vielen unterschiedlichen Zeitlupen-Momenten und so weiter. Ja, und das wirst du für die DLC-Bosse auch brauchen. Die sind ja allesamt heuer.
Warum findest du, dass Dark Souls 2 der schwächste Teil der Serie ist? Weil die Bosse nicht so erinnerungswürdig sind und das Weltendesign, das Leveldesign, weil im Grunde von Majula alles irgendwie linear, strahlenförmig von Majula weggeht, in unterschiedliche Richtungen und Sackgassen und die Welt nicht mehr so in sich schlüssig und bündig und verschachtelt ist und zusammenhängt wie in Dark Souls 1. Das sind meine Hauptgründe. Und zum Teil die wirklich, Entschuldigung, beschissenen Hitboxen von Gegnern und Bossen, die nicht nachvollziehbar sind. Das sind so meine drei Punkte, die ich an Dark Souls 2... Das Spiel ist super, keine Frage. Aber im Vergleich zu den anderen beiden, der schwächste meiner Meinung nach. Oh mein Gott, seid ihr auch noch magieresistent? Hey! Wenn ich das Hollow... Nee, ich will das Heiratsende. Hey! Spiele ich Lego Horizon? Nein. Aus den Lego-Spielen bin ich raus. Ich habe die damals zum Teil, größtenteils bei der GameStar getestet, als so die ersten rausgekommen sind, die ersten Lego-Star Wars-Spiele. Aber mittlerweile finde ich sie nicht mehr so interessant. Du erträgst die Grafik nicht? Grafik ist doch nur Schall und Rauch. Grafik ist das absolut Unwichtigste bei einem geilen Spiel. Design ist viel wichtiger als die Grafik. Hey, was Quant hier? Der ist echt schön fies beim ersten Mal. Ja, das ist eine rote Beete, absolut. Vielen Dank für die 100 Bits, Dankeschön. Quasi doof. Guten Abend. Ich vermisse die Lampe aus Elden Ring. Hey. Stop it. Ist das runtergefallen? Ja, hast du es nicht anders verdient. Was denkst du über die Quests im DLC? Davon habe ich noch nicht so viele gesehen, tatsächlich. Das kann ich noch nicht beantworten. Da muss ich noch ein bisschen mehr... Oh, come on. Ein bisschen mehr spielen. Ich fand das mit der Löwenmutter ganz lustig, wo man diesen Löwenkopf anziehen musste, damit sie überhaupt mit einem spricht. Joschkas Speer. Wo bist du hier? Ein mit Schlafmagie verzauberter Schatz, der Kirche von Joschka geschenkt wurde und von den Sklaven von Irithyll heimlich verehrt wurde. Diese Waffe kombiniert das Zustoßen wie mit einem Speer und das Zuschlagen wie mit einem Hammer. Was ist bei der Dark Souls-Reihe dein Lieblingsbild? Also Stärke oder Dex oder Intelligenz? Ich mache immer gerne ein Quality-Bild, also aus Stärke und Geschicklichkeit, damit ich mich bei den Nahkampfwaffen breit aufstellen kann. Das mache ich immer gerne. Aber ich probiere immer alles gerne aus. Also ich hab in der Dark Souls-Reihe echt schon alles durchgemacht, was möglich ist. Und das Lustige daran ist, alles hat seine Daseinsberechtigung. Das macht halt ein gutes Rollenspiel aus, dass das so versatil ist, dass wirklich jeder seinen Spielstil finden kann. Und es eben nicht die eine Waffe gibt. Den einen Zauber. Die Rising eigentlich? Nein, haben wir nicht. Da ist der Funke nicht übergesprungen, weil alles irgendwie gleich ausgesehen hat für uns. Das waren immer irgendwelche schön dekadenten Gärten und schön dekadente Paläste. Schön dekadente Gärten, schön dekadente Paläste. Und so hat sich das abgewechselt und das war uns dann zu langweilig tatsächlich. Onky Herb, Dankeschön für dein Follow. War ein okayes Spiel tatsächlich. Also da gibt es definitiv schlechtere Souls-Likes. Aber auch definitiv bessere.
Gibt es eigentlich einen Spieletest von dir bei der GameStar, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Oh, einige. Einige. Also zum Beispiel die höchste Wertung, die ich jemals vergeben habe, eine 92 für Dragon Age Origins. Das war ein Test, der wirklich... Der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Dann... Auf jeden Fall Gothic 3 natürlich. Der berühmt-berüchtigte Gothic 3 Test. Au. Wann geht's mit Sonntag? Nächste Woche. Nächste Woche gibt's die nächste Folge. Oh, ich habe keine Estus mehr. Ups. Wir sind fast am nächsten Leuchtfeuer, insofern kein Problem. Was war beim Gothic 3 Test? Ach du je. Ah, haben uns zu sehr auf Piranha Bytes verlassen und die haben uns eine Preview-Version geschickt und gesagt, die ist testbereit, aber sie war nicht testbereit und ich habe dann einen Test gemacht mit einer unfertigen Version, habe wöchentlich neue Testversionen bekommen und jedes Mal hat mein Speicherstand nicht mehr funktioniert, ich musste immer wieder von vorne anfangen und wir haben dann eine Geisterwertung gegeben, haben gesagt, wenn das Spiel so rauskommt, wie uns das Piranha Bytes verspricht, 87 Punkte. Das Spiel, wie wir alle wissen, ist nicht so rausgekommen, wie Piranha Bytes es wollte. Und die 87 Punkte waren einfach völlig unangemessen an der Unfertigkeit des Spiels. Und das hat uns ganz schön den Hass der Spieler eingefangen. Weil das einfach irgendwie, ja, das ist nicht gut gelaufen. Miramax hat Mundivan ein Abo geschenkt. Vielen, vielen Dank, Miramax. Sehr lieb. Die große... Panik. Ich flüchte. Ich will jetzt nicht noch sterben, wegen den Viechern. Haut ab. Gothic 3 hat auf Metacritic eine 3. Ja, Metacritic ist aber auch international. Und das ist so ein typisch deutsches Spiel. Vor allen Dingen ein typisch Piranha Bytes Spiel. Das hat kein internationales Format. Das ist ja so ungeschliffen und rau und deswegen aber auch so charmant. Die ganze Gothic-Reihe ist ja international nur eher so... Habe ich unten mal das große Krokodil bekämpft? Ich glaube, nein. So, lasst uns mal kurz in den Feuerbandschrein zurückreisen. Ich muss den Knochensplitter abgeben und ich muss... Habe ich eigentlich Dreirad schon losgeschickt? Wenn man Dark Souls 1 spielt, das erste Mal Original oder Remastered? Remastered dann am besten. Das ist einfach ein bisschen runder. Das hat ein bisschen Quality of Life Improvements. Die Technik ist besser. Und es gibt ein zusätzliches Leuchtfeuer, das nicht schlecht ist. Also dann lieber Remastered. Wenn ich es nicht auf der Brücke erledige, kommt sie unten wieder. Achso, ich habe es eigentlich immer auf der Brücke platt gemacht, deswegen. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. You can as. Dann müssen wir mal kurz rasten, goodbye. Damit er wahrscheinlich sich jetzt wieder dann losschicken lässt. Sorry, mein Glas ist nicht hier. Jetzt muss ich ganz unhöflich aus der Flasche trinken. Leute, heute ist es in München und um München herum sowas von heiß. Irgendwie so 29, 30 Grad und morgen soll es noch wärmer werden. Hier in diesem Raum ist es gerade auch zusammen mit meinem Rechner, der hier auch pustet wie blöd. Oh, hello.
fine work, I say. Nintendo Direct gesehen, ja, und mich jetzt sehr auf Metroid Prime 4 gefreut. Gewitter hatten wir heute noch keins, gestern auch nicht. It is home to old moon worshipping nobles and should be packed with treasure. Klimaanlage, Lüftung nicht installiert, nein. Wäre meine Idee. Oder ein Ventilator wenigstens. Das neue Zelda werde ich auf jeden Fall spielen, weil ich ein Zelda-Fan bin. Ich bin nur noch nicht so ganz glücklich mit dem Kampfsystem, dem neuen. Ich meine, dass man jetzt mal mit Zelda unterwegs ist, wie my guest, aber dass irgendwelche Klonen von Gegenständen und das Benutzen als Waffe oder zur Rätsellösung, das weiß ich noch nicht, ob es mir gefällt. Mal schauen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein. Hey Lino, guten Abend. Habe ich noch einen? Nein. Dann zurück ins, ins fertige Anwesen. Jörg von 4Players hat mir 68 gegeben. Ja, das ist ja auch, das wäre jetzt zum damaligen Zustand des, von was jetzt eigentlich reden wir? Von Gothic 3? Das ist durchaus, wäre auch eine recht zu fertigende Wertung gewesen für die Unfertigkeit des Spiels damals. Also 20 Punkte abziehen für die ganze für die ganzen Bugs und derben Fehler. Glitchfish! Ich find's nicht so schwer. Ich fühle mich genau richtig gefordert. Aber ich kann schon mal verraten, in einem der nächsten Videos von Elden Ring lege ich mich mit Relanna an. Und da müsst ihr ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Das Video ist ein bisschen eskaliert. Hola, Muchachos. Schönen Freitagabend euch allen. Dankeschön, Cheesecake. Dir auch. Und Dankeschön fürs Abo. Also was wollte ich sagen? Genau, das Video ist ein bisschen eskaliert. In seiner Länge. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber es hat, solange es gedauert hat, so viel Spaß hat es auch gemacht. Das ist so ein geiler Bosskampf. Entschuldigung. Eins meiner bisherigen Highlights. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Ich habe noch nicht so viele Bosse gesehen. Aber Relanna ist genau ein Boss nach meinem Gusto. Sergeant Phoenix, das trifft's ungefähr. Das trifft's ungefähr. Genaueres möchte ich nicht erwähnen. Three-Headed Squirrel. Artorias Vibes, mich hat sie eher ein bisschen an Pontiff Sullivan erinnert. Der jetzt heute Abend hier kommt. Das ist ja der Boss hier dieses Gebiets. Wann kommt das Video zu Renala? Nächste Woche. Donnerstag und Freitag sind die beiden Elden Ring Videos nächste Woche. Bin mir noch nicht sicher, ob ich deine Videos sehen will. Ja, wenn du es selbst erleben willst, dann musst du es selbst spielen. Ganz klar. Aber die Videos rennen ja auch nicht weg, ne? Relanna war bei dir First Try. Nice. Glückwunsch. Hast du im DLC schon etwas aus Dark Souls 2 entdeckt? Ich habe, glaube ich, so ein oder zweimal habe ich erwähnt, dass ich irgendwie Dark Souls 2 Vibes habe gerade, aber mir fällt jetzt nicht mehr ein, was es hätte sein können. Nicht spoilern hier in die Runde. Hi. Oh. Excuse me, I must have dozed off. It's rather warm in here. Ja, hier auch. Well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude and a little surprise to go with it. It's all yours. Explosive Wucht. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous,
Let us make a toast. Siegbroy, mach dir doch ein Feuerchen an. Das ist hier links unter mir. Das ist der Rechner, der hier ordentlich für Wärme sorgt. To your valor, my sword and our sworn duties. So, die explosive wird. Ja, ich liebe ihn einfach. Siegbroy ist großartig. Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Mm-hmm. Oh, sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Uns allen geht's super, Anitras. Dankeschön der Nachfrage. Vielen Dank. Explosive Wucht. Traditionelles Wunder von Katharina. Die Einheimischen von Ländern, in denen gern getrunken und gefeiert wird, sind normalerweise sehr offen. Man kann damit rechnen, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen und ihren Zorn und ähnlichen Emotionen freien Lauf lassen. Wie bei den Hobbits. Ich weiß, vielleicht kriege ich ja den Pfeil in den Rücken geschossen. Oh. Was für Ringe trage ich? Kann ich dir gleich zeigen, so wie der Black Knight platt ist. Wenn er mal kommt, da. Oh, ich wollte es parieren. Hat nicht geklappt. Der Typ da oben, ey. Super Sniper. Was für Ringe trage ich? Den jungen Drachenring mit Zaubereienverstärkung. Der silberne Schlangenring für mehr Seelen. Verkürzt Zauberwirkzeit, Waisenring. Und natürlich den Chloranthi-Ring. Ich habe da einen Pfeil im Gesicht. Ey, im Ernst? Ich habe einen Pfeil in der Hüfte. Hey. Boys. Jetzt gibt's gleich viel zu lesen. Maus. Ausrüstung. Er sieht aus wie einer dieser Indianer aus den 90ern. Dann ja erst, wenn er im Knie steckt. Dann kann ja. Okay, also Ring des Löwen. Dieser Ring gehörte dem Drachentöter Ornstein, einem der vier Ritter des ersten Fürsten Gwyn. Er stärkt Stoßwaffen, Konterangriffe. Ornstein war der erste Ritter des ältesten Sohnes der Sonne. Sein Kreuzspeer soll sogar Schuppen aus Stein durchbohrt haben. Hier gibt's Lore aus Dark Souls 1. Smaus Großhammer. Der verwundene Großhammer von Smau, dem letzten Ritter, der die verlassene Kathedrale bewachte. Und ein göttlicher Segen. Und jetzt eine der schlimmsten Treppen im Dark Souls-Universum. Diese Straßenschlucht hier, die wischt mit jedem Einsteiger den Boden auf. Das ist echt gemein.
Weil erratische Hunde und unsichtbare Zauberer zusammen sind eine gemeine Kombination. Das waren noch nicht alle. Ein Invader? Nee. Wann kommt der Invader? Da hängt die Questlinie dran, glaube ich. Wann war das? Wie war das? Ja, ich erinnere mich dunkel. Irgendwas ist da. Wer ist denn jetzt hier gestorben? Ach, schon ein paar Mal. Aber nicht so, dass ich mir Gedanken machen würde. Oder müsste. Wie ich trotz meiner Erfahrung einfach nicht durchrenne? Ja, weil mir meine Erfahrung sagt, dass es keinen Sinn macht, hier durchzurennen. Das ist so eine Stelle, wo Durchrennen kontraproduktiv ist. Große Titanitscherbe. Wird es mal wieder einen Boss-Rush geben? Drüber nachdenken. Müsste mal einen Death Counter einführen? Den gibt's hier. Den gibt's hier, den Death Counter. Ihre Max, wie viel haben wir aktuell? Knapp unter 30, oder? Der Bot spinnt. Der Bot ist durchgebrannt. Ah, 28. Dankeschön, Ihre Max. Vielen Dank. Das meiste geht aufs Konto. Aufs Konto vom Crystal Sage. Hä? Hä? Ah. Irgendwo kreucht und fleucht noch einer. Hey! Ah, das sind solche Lumpen, ey. Dankeschön. Mir ist kalt. Parry-Zeitfenster in Dark Souls 3 komplexer als in Dark Souls 1? Das ist nur anders. Das ist in allen drei Teilen höchst unterschiedlich, tatsächlich. Also die High Heels von den Sullivan-Rittern, die klingen halt echt so ein bisschen wie Pferdegalopp. Ey. Hohe Priester Ritter Krummschwert. Da. Ein Krummschwert der Ritter des Hohepriesters. Der Eisengeister, die in Irithyll wandeln. Die große Klinge wirkt wie von Insekten zerfressen, wodurch es leicht, aber auch brüchig ist. Wäre der was für mich? Braucht 18 Geschicklichkeit. Ja. Ja, ich meine, es ist ein ähnliches Moveset wie das Katana. Was
ist genau das Ziel in Dark Souls? Also das, was man durch das Kämpfen und so weiter... Was genau ist das Ziel in Dark Souls? Also das, was man durch das Kämpfen und so weiter erreichen will? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Man möchte den Abspann sehen. Nicht sterben. Das ist auch eine gute... Ein gutes Ziel. Ein hehres Ziel. Komm du mal her. Kommst du her? Oh Mann. Rage Quit vermeiden. Versagen aushalten. Ich habe wirklich alle drei Rufzeichen. Cool. Hopp. Ring des Sonnenerstgeborenen. Kann ich den lesen? Ohne dass du mich jetzt nervst? Nein, er nervt mich. Nein, tut er nicht. Gut. Wo ist er denn? Da. Nee, da. Der Ring des Erstgeborenen der Sonne, der das Licht des ersten Fürsten Gwyn erbte. Der Erstgeborene der Sonne war ein Gott des Krieges, bis ihm seine Göttlichkeit als Strafe für seine Torheit entzogen wurde. Es ist kein Wunder, dass sein Name in Vergessenheit geriet. Wisst ihr, wer damit gemeint ist? Ich finde es nur gehört, der wegen DLC in Therapie musste. Nee. Schild des Hohepriesterritters. Heute lassen sie aber ihr Zeug fallen, ey. Da steht nichts Neues. Richtig Iron Blade. Magie-Clown-Ring. Ring mit dem Motiv einer Hand, die nach einem blauen Stein greift. Er erhöht magische Angriffe auf Kosten der Schadensminderung. Einer alten Fabel aus London zufolge hat der Clownring einen besonderen Reiz auf die Mutlosen, die andernfalls der Verzweiflung erliegen würden. So, 45.000 Reseelen, die bringen wir mal schön nach Hause. Von wem ist der Ring denn? Der namenlose König. Das ist der Sohn von Gwyn, der in Ungnade gefallen ist und deswegen seinen Namen verloren hat. Und damit jegliche Ehre und Respekt gegenüber seiner Familie. Gut, Vitalität, Zauberkondition, ja. So, machen wir das. Farewell, Ashen One. Die Asche? Ach, wir haben eine Asche gefunden, die habe ich noch nicht gelesen. Wieder. Unreine Schattenasche mit Exkrementen überzogen, ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei den Schreindienerinnen. Ach, das süße Beißen der Aroma noch einmal zu genießen. Mh, die kacke Asche. Ah, well met, Asche. How may I... Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. ich kauf mal noch die... Wie es geht. Habe ich eigentlich noch eine Estus-Scherbe? Nö, ne? Nein.
Gut. Dann, Pontiff. Im Hintergrund der Arbeits-PC oder wieso? Der Hintergrund, das ist Lukas Arbeitsbereich. Das ist sein Teil des Büros quasi. Super, super, super! Spinnt ihr eigentlich? Jo, das können wir ewig so weitermachen, echt? Ey. Darksilver, schön, dass du da warst und ein schönes Wochenende wünsche ich. Was gibt's nun mehr jetzt hier für so Struggles? Bye. Mensch. Ich krieg heute echt das ganze Set von den Gotthard. Da drüben ist... Machen wir mal eine Riesenschlacht hier auf. Anri. Anri of Astora. Ach, jetzt kommt der da. Nein, du sollst mir nicht meine Leute verletzen. Du sollst nicht mich verletzen. Ey, was ist denn? Schluss jetzt. Hast du den Attentäter getötet? Brauche ich nicht. So, los geht's. Mal sehen, ob ich den Parry am Anfang schaffe. Ist es dir eigentlich bei Sekiro auch aufgefallen, wie leicht das Parieren im Vergleich zu Lies of P ist? Ja, aber das sind auch zwei völlig unterschiedliche Spiele. Aber tatsächlich, das Zeitfenster in Sekiro ist sehr... Ah, hat nicht geklappt. Jeder, der Relanna kennt aus dem Elden Ring DLC, sieht es dann hier ein paar Parallelen, ne? Muss dir danken, beinahe meinen Versuch, deine Souls Games zu spielen, aber danke, bin ich deines Leben. Oh, Anibaba, das freut mich. Dankeschön. Ich bin reingesprungen.
Ich werde es definitiv. Ich spiele Bloodborne immer gern nochmal durch. Ob mit oder ohne 60 Frames. Aber wenn, dann würde ich es echt gerne nochmal richtig abfeiern. Das ist so längst überfällig nach 8, 9 Jahren, dass dieses Ding mal ein Remaster erfährt. Sag mal, was ist denn mit euch los hier? Hab ich spinnt? Ich habe mir die Collector's Edition nicht geholt, nein. Ich habe die vom Hauptspiel. Meine Güte! Paraden haben allesamt funktioniert. Ja, mit seinem Agro-Change völlig unvermittelt. Ja, das ist wirklich First Try oder viele Versuche. Total. Oh fuck, das habe ich nicht kommen sehen. Warum haut denn der mal ab? Nice try. Better luck next time. Seele von Hohepriester Sullivan. Lesen wir dich mal. Die Seele von Hohepriester Sullivan. Hohepriester Sullivan von Irithyll sperrte einen Gott des alten Adels in der verlassenen Kathedrale ein, um ihn dem Götterfresser zu opfern. Aldrich ist damit gemeint. Dann bringen wir die Seele gleich mal zu Ludleth und gucken, was wir daraus machen können.
Danke für die GGs. So, Ludleth, was hast du dazu zu sagen? Aha, so. Das Zeremonienschwert in Hohepriester Sullivans linker Hand repräsentiert das Urteil des Mondes, obwohl seine magischen Kräfte der Zauberei näher sind als dem Mond. Sie ist auch hier Mond, ne? Wie bei Relanna. Seine tiefblaue Farbe ist dunkler als der Mond und zeigt Sullivans wahre Natur. Das Zeremonienschwert in Hohepriester Sullivan rechter Hand repräsentiert die gottlose Flamme. Einst, als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irithyll die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Braucht 22 Stärke, das braucht auch Intelligenz, skaliert auch auf Intelligenz, braucht 17 Stärke. Magieschaden. Wir nehmen das mal mit. Ich liebe Großschwerter und wenn das auch noch auf Intelligenz skaliert, dann ist das was für mein Bild. Aber ich brauche noch ein bisschen Stärke dafür. Lady, wo bist du da? Welcome home, speak. Very well, then take. Wie viel brauche ich jetzt mittlerweile? Ah, reicht doch. Wie viel Stärke? 19? Farewell, Ashen One. Dann dauert es noch ein bisschen. Ah, Moment, kann ich ein bisschen meine anderen Schwerter aufleveln? Ich habe ein bisschen Upgrade-Material gesammelt. Waffe verstärken. Das ist gerade Irithyll-Schwert, da brauche ich noch jede Menge Funke-Titanit. Und hier Titanit-Brocken. Das dauert noch. 17 stärkbar. Magst du lieber kurze oder lange Videos? Ich versuche meine Videos immer so roundabout eine Stunde zu machen. Man muss bedenken, wenn ich 5 bis 6 Videos die Woche mache, dann ist allein das Drehen, umfasst ja dann schon 6 Stunden. Und Schneiden, Rausrendern und Hochladen auch nochmal 6 bis 10 Stunden. Also, ja. Dann ist halt irgendwann auch mal der Tag zu Ende. Aber beim Gucken des Dark Souls 1 Randomizer überlegt, ob du nicht mit Lloyds Talisman die Sachen aus dem Mimic... Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn ich welche habe, dann kann man damit eigentlich die Mimics einschläfern. Gute Idee. Das kann ich mir eigentlich mal aufschreiben. Ich habe hier nämlich schon eine Liste für den Randomizer. Anor, Mimics, Talismane. Aha. Wenn ich selber Videos schaue, da bin ich in der ähnlichen Länge. Halbe, dreiviertel Stunde, also kürzer als die ich habe. Länger braucht ein Video für mich nicht sein. Winklies, den anderen will ich auch haben natürlich. Von Soul-Speedrunnern kann man viele tolle Tricks lernen, das auf jeden Fall. Ich gucke allerdings Soul-Speedruns nur gerne an, wenn es 100% Speedruns sind. Wenn Leute durch Level-Fehler glitschen und dadurch 3/4 des Spiels einfach gar nicht sehen und in 12 Minuten durch sind, dann ist das für mich maximal uninteressant. Ich will alle Bosse sehen. Ich will sehen, wie die Bosse schnell platt machen. Ey. Ein Souls-YouTuber schaue ich mir an, von dem habe ich viel gelernt und das ist Lobos Junior. Der lebt in Texas und macht seit vielen Jahren sehr erfolgreich Challenge Runs in Dark Souls und alles, was mit From Software zu tun hat. Aber ich habe nicht groß die Zeit, anderen YouTubern zu folgen. Ich habe noch einen, den ich wegen Survival Games verfolge. Game Edged heißt der. Von dem finde ich immer sehr viele neue Survival Games. Und dann war es das eigentlich so. Was ist heute mit euch los? Ihr macht mir ganz schön zu schaffen.
der Finstersteinplattenring. Herstellung dieser Ringe ist verboten, vielleicht aus Furcht vor formbarem Stein. Kleriker frönen aber dennoch dieser Kunst. Ich bin größere Waffen gewohnt. Ich renne jetzt schon die ganze Zeit mit dem Katana rum. Hier. Und insofern ist das eigentlich nicht das Argument, dass ich hier gerade so... Das ist auch nur gegen die hier. Heute noch bis Jorm eher nicht. Nee, auf keinen Fall. Das ist ziemlich weit noch. Ist ja der... nach Anor Londo hoch. Also das will ich jetzt als erstes machen, Anor Londo. Und dann müsste ich ja durch den kompletten Kerker und die Hauptstadt. Au, 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 au. Warum verlässt man GameStar? Das war nicht meine Entscheidung. Ich wäre dort geblieben. Aber meine Entscheidung war das nicht. Vatividia, genau, natürlich. Stimmt, den habe ich vergessen. Simpler Edelstein. Schon mal von Flintlock gehört? Nein. Ah, Mimik. Das ist so Albtraummaterial, diese Viecher. Wieso spielst du nicht online oder wirst du nicht gerne invaded? Ich spiele gerne offline, weil ich Singleplayer-Spieler bin. Ich mag keinen Multiplayer. Weder kompetitiv noch kooperativ. Bin ich nicht so der Fan von. Goldener Ritualspeer. Vor Sullivans Ernennung zum Hohepriester wurde dieser Ritualspeer Finstermondrittern verliehen. Kann auch als Zauberstab verwendet werden. Die dabei gewirkten Zauber kanalisieren den Glauben des Trägers. Wann gibt es denn deinen ersten DLC-Walkthrough? Bin schon dabei. Auf meinem YouTube-Kanal mache ich gerade meinen First Playthrough. 5, 6 Folgen sind schon live. Da lang? Des Shintoismus nachempfunden. Echt? Cool. Das ist etwas, was ich nicht wusste. Mach ich mal wieder einen Guide für... ja, also der ist in Planung. Aber dafür muss ich es jetzt erstmal durchspielen. Erstes erstmal durchspielen. Ich habe gerade wegen der Abkürzung überlegen müssen. Die Games-Abkürzungen, die sind mir nicht so geläufig. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ist das Shadow of the Erdtree? Ist es, ja. Esote! Ah, hi. Ihr zwei. Scherzkekse. Ach, warum habe ich jetzt eigentlich euch oben nicht platt gemacht? Das war nicht so klug. Ja, die laufen wieder zurück. Okay, dann gehe ich oben rum. Ja, okay. Umweg. Ich habe mich gerade irritieren lassen. Spin, jump, wump. Guten Abend. So, nun ihr. So, jetzt geht das lustige Mönche-Schubsen los.
Tortu, dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Verpasst bis auf Pontiff Sullivan eben noch nicht so viel. Hä? Oh, jetzt kommt der auch schon. Oh, yo, jetzt hat mich der andere gestaggert. Wir nennen ihn alle liebevoll John Schnee, weil er halt einfach so aussieht. Hör doch mal auf. Dieses Zurückspringen. Und nicht mal Reichweite nicht einschätzen können. Nimm. Nerv mich nicht. Das hat wirklich. Rang Doppelspeer. Rangel. Wo bist du? Hä? Ist die Doppelhämmer oder die Doppelspeer eingesammelt? Da. Ein paar Speere der Drangritter. Den Nachfahren aus dem legendären Land der Bindung des Feuers. Die Ritter lösten ihre Gemeinschaft auf und verdingten sich als Söldner, die wegen ihrer schildlosen, aggressiven Taktik gefürchtet wurden. Und Nordic Walking Stöcke. Magie bringt da nicht viel. Das ist so ein Panic Roller. Da würde ich die ganze Zeit daneben schießen. Beste Seelenfarm in der Untotensiedlung in Dark Souls 3. Da gibt es keinen Seelenfarming-Spot an sich. Die ganzen Gegner haben alle ungefähr denselben Anspruch. Tatsächlich. Wo ist denn der zweite? Wo bist du denn? Kumpel? Wo ist dein Kumpel? Hallo? Ist er ganz unten? Wo hat er sich verlaufen, hinverlaufen, hä? Gibt's ja nicht. Ja, das sind schon seine, ne? Deswegen war ich gerade so irritiert, als ich jetzt die Speere gesucht habe, dass ich die schon habe. Aber warum ist der, wo ist der, wie gestorben? Absurd. Dann lesen wir die auch gleich noch. Muss nur kurz aus Reichweite der Riesen. Hier. Ein paar Hämmer der Drangritter. Den Nachfahren aus... Das ist derselbe Text. Und eine gemeine Illusory Wall. Und ich weiß nicht, ob es so klug ist, mit zwei Estus darunter zu gehen. Love is in the air. Ausdauer. Ah.
hasse diese Viecher. Schnieschner, Schnappi. So. Ja, hier unten ist nur ein Covenant, keine Quest. Nur ein Covenant. Jetzt sind beide wieder da, ne? Kann das sein? Ich glaube schon, ja. PS3 war super. Stableveln. Ah, das muss ich tatsächlich mal nachziehen. Ich hab den Stab schon gelevelt, allerdings wahrscheinlich nicht so weit, wie es ginge. Göttlicher Segen, zu spät. Ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Oh, da ist er doch. Guck, da schaut, da steht er. Wie absurd. Smiley, guten Abend. Warum bist du jetzt hier? Komm mal mit. Wo warst du denn vorhin? Meine Reichweite. Der hatte Mittagspause. Gib mir aber trotzdem jetzt hier meine Loot. Life is power, dankeschön. Hey, lass mir doch mal kurz mal ein bisschen Ach Mensch, was ist denn mit euch los? Ah, Life is Power, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Habe ich 36.000 Seelen verloren? Naja. Ein guter Level-Up. Nicht schlimm. Kannst du wieder Boss-Seelen essen als Ausgleich? Mach ich. Ich denke dann da wieder an dich. Boah, ich hätte schwören können, dass wenn man nicht beide Alligatoren erwischt, dass wenn man nur einen erwischt, dass dann beide wieder da sind. Aber gut, dass es nicht so ist. Wo kann man mich in echt treffen? Ich lebe in Unterschleißheim. Das ist im Norden von München. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mir mal über den Weg läuft. K30, guten Abend. Guten Abend alle zusammen. Heute leider mal später.
Synonym, Dankeschön fürs Follow. Och. Ach komm, es ist ein One-Shot, ernsthaft. Der Grab ist ein One-Shot. Ich war voll geheilt. Ah. Ich brauche mehr Vitalität. Auf welchem Stand bist du im DLC und guten Abend? Nicht viel weiter als in meiner Videoreihe. Da kommt noch einiges. Bin ich gerade im DLC? Schau mal die Videoreihe auf YouTube. Ich möchte nichts vorwegnehmen. Bis jetzt nicht Sergeant Phoenix, aber ich werde es ein bisschen nachziehen, tatsächlich. Vitalität. Das freut mich, Gurke. Vielen, vielen Dank. Das Zaubern ist halt auch Bullshit. Das ist gruselig, was du da tust. Sehr, sehr gruselig. Lass das. Hör auf. Oh. Falkator, guten Abend. Hey. Hey, du bist nah dran. Uff. Dieser Doppel, der ist so schnell. So. Geh jetzt kaputt. Ring der Gunst. Der Fabring. Super Ring. Da. Ein Ring, der die Gunst der Göttin Fina, der schicksalhaften Schönheit der Legenden, symbolisiert. Getreu der launischen Natur Finas erhöht der Ring TP, Ausdauer, maximale Ausrüstungslast des Trägers. Aldrichs Getreue. Oh, wir können ja... Gibt wahrscheinlich noch nichts. Für einen. Nein. Aldrichs Getreue. Das heilige Symbol der Kathedrale des Abgrunds und das Wappen jener, die hinter das Feuer bis in das Zeitalter der abgründigen Wasser blicken können. Das Anliegen schwört dem Eid von Aldrichs Getreuen die Getreue. Die Getreuen sorgen dafür, dass Aldrich, der Verschlinger der Götter, ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in die verfallene Kathedrale eindringen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Gut. Ach, klettern wir wieder hoch. Warum nicht? Müssen wir nicht nochmal an den Riesen vorbei. Haben wir jetzt schon ein paar Mal genug gemacht.
Wow, Leiter. Puh, muss das so tief unten sein? Gefällt das Kampfsystem in Dark Souls 1 oder 3 besser? In 3 ist es ein kleines bisschen fluffiger. Ein bisschen moderner einfach. Asche eines Ostländers. Der Händler, ein Hauptmann eines Jägerclans, war von Waffen fasziniert. Welchen DLC finde ich bei Dark Souls das Beste? The Ringed City, Dark Souls 3. Ich würde mir das Anschleichen wünschen von Elden Ring. Wenn ich mit Elden Ring eingestiegen bin, was würdest du mir als nächstes empfehlen? Hier, Dark Souls 3. Weil das ist quasi wie Elden Ring, nur linear. Bye. Aber da muss ich eh runter. Da ist doch der. Ist der hier? Nee, der ist ein Stück tiefer, ne? dich habe ich vergessen. Mein Fazit zu Dark Souls 2. Super Spiel, aber der schwächste Teil der Reihe für mich. Hey. Warum? Wegen den nicht erinnerungswürdigen Bossen und dem lahmen Leveldesign im Vergleich. Es hat einfach nicht so eine schöne zusammenhängende Welt wie in Dark Souls 1. Noch dazu die Hitboxen von vielen Gegnern und Bossen. Ist alles nicht so rund. Und etwas träger. Nicht, weil man je nach dem Tod maximal Leben verliert. Nö. Das kennt man schon seit Demon's Souls, also insofern ist es keine Neuerung. Dennoch macht es Spaß, sich drüber aufzuregen. Ja, definitiv. Es ist ein tolles Spiel. Zweifelsohne. Nicht schubsen. Da wollte ich noch gar nicht hin. Aber. Hä? Oh, nee. What the fuck? Hab mit Dark Souls angefangen. Was jetzt? Ja, spiel's. Spiel's und fällt dein eigenes Urteil. Ach, du bist durch. Ja, Teil 1 und Teil 3 gibt's ja auch noch. Und dann gibt's noch das fantastische Bloodborne. Du machst jetzt dein First Try Morgoth? Na klar. Viel Erfolg. Nur wegen Demon's Souls und Bloodborne eine PS5 gekauft. Das sind gute Gründe. Sehr gute Gründe. Dark Souls 1 oder Dark Souls 3? Das Schwierigkeitsgrad empfindet jeder anders. Das kann ich nicht für dich beantworten. Sagen wir so, Dark Souls 3 ist einsteigerfreundlicher. Aber beide haben ihre extremsten Ansprüche. Ich liebe Demon's Souls. Unglaublich gutes Spiel. Hat ein super Remake erfahren von Bluepoint.
Du hast schon wieder gewartet, bis ich roll, du. Oh nein. Was machst du? Himmel! Hey. Was ist mit Midir? Gegenseitig getroffen, ne? Du Lump, du. Ey, danke. Namidia ist schon fast härter als jeder Boss in Dark Souls 1. Finde ich gar nicht mal so. Er hat halt einen ermüdend langen Lebensbalken. Das ist das Einzige, dass sein Kampf sich ganz schön in die Länge zieht und deswegen man einfach länger Fehler frei kämpfen muss, aber wirklich schwer finde ich ihn nicht. Souls Markus, guten Abend. So, Drachentöter-Großbogen. Ein Großbogen der Drachentöter aus dem Zeitalter der Götter, der viel größer und verheerender als andere Bögen ist. Er muss zum Abfeuern im Boden verankert werden, was die Schützen, den Schützen angreifbar macht. Er benötigt besondere Großpfeile. Was gibt's bei mir zu trinken? Mineralwasser. Hier herrschen gerade 30 Grad in diesem Zimmer, in dem ich gerade sitze, gefühlt 40 Grad. Ist also gerade angenehm flutschig in jedweder Körperritze. Jetzt dürfte selber mit den Gedanken fertig werden. Dann gibt es jetzt ein wichtiges Story-Element. Ich habe nichts gehört, lalalala. Oh, warte mal. Oh, muss ich noch mit Ciris reden? Quatsch, mit Yuria. Stimmt, ganz vergessen. Blech. Ich muss noch mit ja. Wo ist es? Dies ist die Rüstung eines Ritters, der einst als Finstermond bekannt war. Es heißt, im Inneren dieser Messingrüstung verberge sich etwas Grässliches. Ihre Silhouette hat weibliche Züge. Jetzt gehe ich erstmal das Leuchtfeuer in Anorondo aktivieren. Welche Boss-Cutscene findest du am besten? In Elden Ring? Oh, da muss ich sagen, Radagon. Radagon ist Gänsehaut pur. Gibt es denn in einem schönen Sonnenurlaub für euch? Ja, also demnächst sowieso. Also nächste Woche sind wir unter der Woche im Europapark. Eine Woche drauf machen wir eine Weintour an der Mosel von Koblenz aus. Für 2-3 Tage übers Wochenende. Dann wiederum eine Woche drauf oder eine Woche davor sind wir bei meiner ehemaligen besten Schulfreundin in Berlin zu ihrem 20-jährigen Hochzeitstag eingeladen. Und im September geht es für knapp 2 Wochen nach Kroatien. Ja, erstmal das Leuchtfeuer.
Falsch rum. Immer falsch rum. Ja, Kroatien ist, da haben wir uns auch festgesessen quasi. Das ist jetzt dann, glaube ich, unser vierter Kroatien-Urlaub im Nordosten. In der Gegend von Pula sind wir immer wieder gerne. Einfach toll da. Okay, dann reisen wir mal zurück und reden mit Jurija. Zwei, drei Wochen wohin? Oder eher kürzer? Eher kürzer und mehrere Trips tatsächlich. Ich bin so ein Ein-Wochen-Urlaub-Typ. Kroatien ist dann erstmal wieder eine Ausnahme, da sind wir 10 Tage. Speak, I desire, honorable Lord of Hollows. Our Lord and Liege. Knowest thou of a maid named Anri? String, dankeschön. She is hollow. And will join thee in wedlock. A fellow of mine guides her at this moment. When the time is ripe. Die absurdeste Hochzeitszeremonie aller Zeiten. Sid Treiber, Treiber, dankeschön. Für dein Abo, vielen Dank. Ah, good tidings. Thy spouse is ready. Euer Partner ist bereit, das klingt auch ein bisschen strange. The time is ripe to greet her. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. Anor Londo. So thou mayst a true monarch become. Jawohl, machen wir doch. Wie finde ich das Endring DLC von 1 bis 10? Das ist noch viel zu früh, um da ein Urteil zu fällen. So weit bin ich noch gar nicht, um mir das zu erlauben. Ich möchte gleich... Ihr sind jetzt gleich alle Trauzeuge. Level up. Reicht das? Welcome home, I speak thine heart. Very well, then touch take not. Jawohl. Ja, Vitalität. Farewell, Ashen One. Für dich das legendärste From-Software-Gebiet. Anor Londo, ja, und Schandstadt. Das sind so die... Ich denke an Dark Souls und denke sofort da dran. Das Video von meinem Antrag war süß. Dankeschön. Ui, bei Elden Ring? Siofra. Mir gefällt Siofra unglaublich gut. Und Leyndell, die goldene Hauptstadt, ist natürlich auch so ein... Wow. Und weißt du, an welcher Stelle du die Quest vermasselt hast? Ew. Ja, die ist kompliziert. Hängt alles mit dem geheimen vierten Ende zusammen und wenn man das sehen will, da kann viel schief gehen. Aber auch dazu habe ich ein spezielles eigenes Video gemacht auf YouTube, auf meinem Kanal. Gerne mal nachschauen, wenn ihr wollt. Da habe ich Schritt für Schritt erklärt, wie man das geheime vierte Ende erreicht. Welcome, our gracious Lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword of avowal. May you be the truest lord of Londor yet. Dankeschön, Denjin. Dankeschön für dein Follow. Schwert der Bekenntnis. Ist das ein Questgegenstand oder kann ich das auch als Schwert benutzen? Das ist ein Questgegenstand, ne? Sieht so aus. Ja. Zeremonielles Schwert von Londor kann nicht als Waffe angelegt werden. Das heißt, das Eheritual kündigt einen wahren Hüllenfürsten an. Vegapain, dankeschön für dein Abo, dankeschön. Der Name deines Partners ist Anri, sehnsüchtig wartend auf den rechtmäßigen Fürsten tief innerhalb des Mausoleums. Dankeschön, Miramax, vielen Dank für die Verlinkung des Videos. Danke dir, du bist einmal extrem schnell, Mann, oh Mann.
So, dann penetrieren wir unsere Partnerin mal ein bisschen. Wer noch etwas sagen möchte, möge das jetzt tun oder für immer schweigen. Ihr dürft die Braut jetzt erstechen. Schwarze Fluse, dankeschön. Megapain, danke für deinen Secure Guide. Hänge bei U in der Hirata. ja, da kann man gern mal hängen. Der ist heftig. War hier hinten nicht noch eine Truhe? Ja. Der Umkehrring. Das ist der Geschlechtsumwandlungsring. Der hier. Dieser göttliche Ring wurde der Finstersonne Wendelin in seiner Jugend verliehen, lässt Männer weibliche Aktionen ausführen und umgekehrt. Wendelin wurde durch die Aura des Mondes wie eine Tochter herangezogen und soll sich wie eine launische und grüblerische Göttin verhalten haben. Also heute erfahren wir mehr über Dark Souls 1 als über Dark Souls 3. Das ist sehr witzig. Ja, hier ist Guinevere. Ja, nee. Guinevere ist oben in Anolondo. Zu dem Raum kommen wir auch noch. Wenn wir jetzt an Aldridge vorbeikommen, hoffentlich. Weil hier oben ist Anolondo aus Teil 1. Nur halt sehr viel später. Sehr viel verfallener. Gwendolyn war da unten, genau. Aber erstmal müssen wir dieses Geheimnis hier, das ist echt fies. Habe ich oft genug mit Ciriss gesprochen für die Geste, dass sie mit mir spricht? Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Thou thinkst too. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Oh, kann ich auf der Irithyll-Brücke noch Ciriss' Questlinie fortführen? Thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords. Solange Aldrich, ja eben. Then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon. The Yay. Only knight of our company. Aww. Swear this oath and face thy solemn duty. Klinge des Finstermonds. Oh, good blade of the Dark Moon, welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Off so soon may the Dark Moon watch it. So, dann lesen wir mal den Covenant-Gegenstand. Ein silberner Anhänger, der den Finstermond und ein Schwert und damit das Wappen der Finstermond-Ritter der ursprünglichen blauen Wächter darstellt. Das Anlegen schwört dem Eid der Klinge des Finstermonds die Treue. Wenn ein Mitglied des blauen Pfades auf einen Finstermondgeist trifft, besagt eine alte Übereinkunft, dass die Finstermondklingen helfen müssen, ihn zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch. Hedovasi, Dankeschön. Ein paar schmale Balken hinab.
Ist hier nichts Ungefährlicheres? Nein. Okay. Jawohl, abrutscht. Genau. Cool. Das war sehr unvorsichtig. Das war schon besser. Gemäldehüterschwert. Wo bist du? Da. Eine Waffe aus den Legenden der Ketzer, die von den Gemäldehütern getragen wird. Diese außergewöhnlich geformte Waffe verfügt über eine flache Spitze. Dann haben wir hier noch die Gemäldehüterrobe. Alles Dark Souls 1. Ein Kleidungsstück der Gemäldehüter, deren Form in der Mythologie der Ketzer beschrieben wird. Diese glatte, blasse Robe wehrt Magie ab. Der bucklige Erzähler alter Geschichten berichtet von unerwünschten Seelen, die nirgendwo willkommen sind und schließlich in eine kalte, gemalte Welt gezogen werden. Ja. Ariamis. Da ist jetzt nichts mehr, ne? Da ist eigentlich nur noch Absturz. Ja. Nun denn. Dann gehen wir kurz zur Brücke. Ein bisschen Backtracking auf der Brücke. Dieses Rufzeichen zu sehen, ich weiß nie genau, wo es ist. Das ist so dünn. Das ist relativ weit vorne. Die Quests zu verfolgen und abzuschließen, das ist schon knifflig. Also, keine Schande, wenn man da nichts davon wirklich mitbekommt. Abend. Er hat eine so super Axt. Die ist so klasse. Blitz verzaubert. Familie eine ganz tolle. Das ist richtig, ja. Ey, wie oft darf der noch? Das ist so schön an Elden Ring. Invasion. Eine Flasche und dann war's das. Panic Roll aus der Gruppe raus, ne? Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. Immer gerne. Wie geht's jetzt da weiter? Muss ich jetzt im Feuerbandschrei mit ihr sprechen? Wann taucht sie denn? Kommt es jetzt schon beim Großholz?
Den Katzenring, genau. Aber was kommt dann als nächstes bei ihr? Dann wieder glühend zu Joschkas Kirche. Da, wo das Estrus-Upgrade... Ah, da gibt es noch eine Invasion von ihm. Aber kommt der überhaupt, wenn Pontiff noch schon platt ist? Huh. Okay. Also da an dem kleinen Friedhof, ne, wo die beiden unsichtbaren Geister sind. Aldrich darf nicht tot sein. Hi, Siris. I have not thanked you for your generous rescue. That dark spirit was one of Rosaria's fingers. Vile bastard offspring. Genau so rum war's. Danke mir, Max. Vielen Dank. My sworn enemies. Fearsome invaders, to say the least. I would not have made it alone. You have my deepest gratitude. Gesegneter Kettenbrecher und den Silberkatzenring. Gesegneter Katzenring. Wo bist du? Da unten. Silberring mit dem Motiv einer springenden Katze verhindert Schaden durch Herunterfallen. Im Zeitalter der Götter oder kurz darauf soll eine alte Katze mit der Stimme einer alten Frau und in Gestalt eines Sterblichen der Sprache der Menschen gesprochen haben. Dann haben wir den gesegneten Kettenbrecher. Ein kleines Schwert für Stoßangriffe. Die gehärtete Zähklinge kann schwere Rüstungen durchschlagen und tödliche kritische Angriffe ausführen. Jetzt gucken wir mal, ob ich den Stock upgraden kann. Ein Zauberstab. Habe nie ein Souls-Game gezockt, aber durch die Spandauer Jungs immer wieder Bock, anderen zuzuschauen. Spandau? Waffe verstärken. Zauberstab. Brauche ich hier auch Brocken. Funkeltitanit. Nein. Das investiere ich anders. Bist du schon wieder da? Hey, du bist wieder da. Cool. Oh, then we're both safe and sound. Milio, danke schön für den Follow. Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died, if it wasn't for that peculiar onion night. But in the end, it all paid off. Take a good look. They're sure to be of some use. Goodbye. Ja, goodbye. Jetzt kaufe ich noch die Schreimheitleer, was die Bluten angeht. Na, noch eine. Moment. Verkaufen irgendwas Kleines. Daniels Top vorliegt. Dankeschön. Vielen Dank. Oh, Schattenasche. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Thou hast given. Let this ash. I only hope thee. Ja, ja. witzig. So, Iritül. Kirche von Joschka. Das Schlimmste der Dark Souls-Lore ist, die zeitliche Einordnung zu verstehen. Wie viel Zeit zwischen 1, 2 und 3 vergangen ist. Ja, das ist wahr. Das habe ich auch noch nicht so überrissen. Glühen muss ich allerdings. Ob Pontiffs Tod doch ein Stopper war? Könnte sein. Ich habe so das Gefühl. Ja. Ja. Ah. Verdammt. Schade. Ja, zu spät dran gedacht. El Goku, dankeschön. Vielen Dank. Nicht entscheidend, das ist wahr, aber ich hätte sie gern schon zu Ende gebracht, die Quest.
Die Quest kann ich fortführen? Ich werde heute nicht viel länger streamen, nein. Die Axt und seine Rüstung bekommst du nicht mehr. Achso, okay, also dann kann ich nach wie vor zum Großholz dann, nachdem Aldridge platt ist. Wunderbar. Oh, ich hatte gedacht, ich mache einen Backstep und hätte dann Iframes gehabt, aber... Hat nicht geklappt. Das ist mit Backsteps auf Treppen eh so eine Sache, ne? Komm mal hier runter. Choice side secure first playthrough. Elgoku, danke schön. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Und Langschuh, danke schön für dein Follow. Ja, ihr lasst die Dinger fallen wie warme Semmeln. So, das ist jetzt der schwierige Brocken hier. Wie bekomme ich den NPC-Gegner im Pfad der Opferung, den ich anrufen kann? Also du musst halt immer menschlich sein, die Blut konsumieren, dass das funktioniert. Silberritterrüstung, yes. Ist die Frage, will auf gar keinen Fall spoilern. Wie findest du das Ending DLC? Bisher super, aber ich habe noch nicht so viel gespielt. So, trauriger Moment incoming. Eine Schweigeminute für den Riesenschmied. Und nein, ich war es nicht. Gibt es auch einen Gegner, den ich davor nicht töten darf? Ja, den Boss. Also den Crystal Sage darfst du nicht getötet haben. Krone der Riesen. Questgegenstand. Kohle, die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Das heißt, der Riesenschmied von Analondo sei einst der Schmied der Götter gewesen. Dankeschön, Pfadkaskade. Pfadkaskade. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteinbar. Justice for Siegmeier. Achso, die Estus-Scherbe. Vielleicht einer trifft immer. Wahnsinn. Wie haben die sich positioniert, ey? Dario Hur. Guten Abend und Dankeschön. Nicht zu dir. Du, madiges. Hey.
Rubin von Aldrich. Halt. Halt, ich werde wieder beschossen. Wo ist er? Flintsring, wo ist der Rubin? Da. Diesen deformierten Ring hat Aldrich, der abgründige Heilige, zurückgelassen. Regeneriert TP aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schrecken seiner Opfer mit anderen zu teilen. So. Ich bin jetzt ein bisschen nicht faul, sondern lauf da runter. Wir geben die Estus-Scherbe ab. Kann man die nicht mit Köderschädeln ablenken? Habe ich noch nie probiert. Könnte sein, dass es funktioniert. So, da ich Aldrich nicht mit Magie bekämpfen werde, das hat wenig Sinn. Werden wir die Zuweisung verändern. Machen wir es mal so. Pretty, be careful. Habe ich Tipps, was ich nach dem Stream charnen könnte? Hä? Hä? Charnen? Welcome home, speak then. Very well, then take. Wie viel brauchen wir denn? 22.000 irgendwas. Sorry, meinte Spieler. Das kann ich dir nicht sagen, was du spielen sollst. Das kriegst du doch bestimmt selber hin. Das sind erstmal 20. Oh, fuck, ich hab. Jetzt habe ich zu viel. Egal. Dann holen wir uns noch ein. Ah, nein. Noch ein Level up. Labi, guten Abend. 23.000 locker. So. Dann könnten wir bei 25 mal wieder aufhören. Das könnte reichen. Hast du eigentlich wieder was zu sagen? Noch nicht, ne? You oft the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. Zwei Stärke, ja. I pity the sorry souls. You sorry soul. Is that really Lordship's last reward? In einer Welt von Dark Souls leben müsste, in welcher? Dann wahrscheinlich Elden Ring. I favor helping them find. Barons Ring. Dieser Ring wird Mitgliedern von Pharaons Untotenlegion verliehen. Er reduziert den Verbrauch von Fähigkeiten-FP. Die Jagden der Wächter des Abgrunds verlangten eine Schwerttechnik der ganz besonderen Art und Wolfsblut gab ihnen genau, was sie brauchten. Dieser Ring verstärkt den Effekt noch weiter. Meine Eltern haben einfach Dark Souls 1 auf der PS3 verkauft und sie wussten, dass ich es spielen möchte. Da würde ich mal deine Eltern ins Gebet nehmen. Etwas später heute, besser als gar nicht. War noch im Schwimmbad. Oh, cool, cool. Ja, das war das beste Wetter hier dafür. Die Welten sind dir zu pessimistisch? Ah, das ist nur das, was du draus machst. Streck die Picknickdecke aus. Lecker Wein aufmachen. Dann sieht die Welt schon besser aus. Dabi hat sich durch meine YouTube-Videos sogar in Soulspawn verliebt. Yes, und du machst sogar selber Speedruns. Cool, sau cool. Viel Spaß und viel Erfolg damit. Meins ist es nicht. Ich guck das gerne, aber selber würde ich es nie machen. Der Schaden ist eine Katastrophe.
Heute ist er sehr kooperativ. Ich kann trotzdem nichts nicht reichen. Ich mache echt so einen miesen Damage. Ja, fuck, da hat er mich jetzt erwischt. Der schlimmste Ring ist der Kalamet-Ring. Der den eingesteckten Schaden verdoppelt. kann ich auf das Schwert... Wohl nicht, ne? Nee. Das ist ein mit Magieschaden. Ja, das ist halt das Problem. Rost, gerade Iritil-Schwert. Das habe ich zu wenig hochgelevelt. Aber mal gucken. Geben wir dem noch einen Versuch. Feuerwaffe, ich habe keine. Ich müsste erst eine trainieren, also hochleveln. Für welchen Ring habe ich am längsten gebraucht? Wie meinen? Besser, ja. Oh nein. Auf mit deinen blöden Bobbles. Er ist heute wirklich nicht kooperativ. Jetzt. Also, die erste Runde war da besser. Da, das ist so unvermittelt immer. Jedes Mal. Zu nah dran gewesen. La! Ja. Nett. Ja, und jetzt wieder wegteleportieren. Du bist mir aber auch lieber, ey. Kein Bo- Oh, jetzt! Ey, du bist aber auch eine Bitch jetzt hier. Kein Pfeil und Bogen, bitte nicht. Danke.
Nein! Jetzt wird's ernst, ich verwende das Schimpfwort. Ja. Das war jetzt aber auch echt eine. Da hat er aber auch echt mal eine böse Runde rausgehauen, ey. Wahnsinn. Jedes Mal nach dem Teleportieren den Pfeil und Bogen rausgehauen. Echt jetzt? Der Kristallweise wird grüßen. Noch nicht. Das ist jetzt erst der dritte Versuch. Ja, wo er in der ersten Runde richtig kooperativ war, weil die zweite Runde komplett so wie Aldrich nicht sein darf. Das war kompletter Bullshit gerade. Komm, geile Let's Plays vom Elden Ring DLC. Schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es schon 5-6 Folgen davon. Reichlich Guckmaterial und jede Woche kommen 2 weitere Folgen, 2 bis 3. Den hingeschossen. Das ist eigentlich mit. Guter Anfang. Wenn man trifft. Mitgeben. Im ersten Pass ist das super, weil da kann man ihm ordentlich eine mitgeben. In der zweiten Phase not so much. Zweimal ernsthaft. Und jetzt schießt er schon. Aldrich! Ob du mich veralbern willst, habe ich gefragt. Ich hätte nicht gedacht, dass du noch bleibst. Ein Versuch gebe ich dem heute Abend noch. Sonst zieht sich das zu sehr. Verwandle doch den letzten Astus in das. Mir sind die Astus bislang nicht ausgegangen. Das ist nicht das Problem. Ja, ich weiß,
aber das dafür muss er auch runterkommen. irgendwie ist er da heute. Nicht so willens. Erwischt. Ich bin weggelaufen, er hat mich trotzdem erwischt. Yeah. Safety hier. Schon besser. Läuft doch. Ich hätte jetzt einen Double Kill machen können. Das mache ich ständig. Dass wir uns gegenseitig umbringen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was war denn das? Viermal hat er da jetzt losgeschossen. Während seines Pfeilhagels. Das ist ja wohl nicht die Wahrheit, ey. Schwarze Füße. Dankeschön. Dankeschön. Hier gönn dir, was mal sich davon gönnen kann. Viel Spaß. Und deswegen, sorry, ist Aldridge einfach eine Bitch. Weil der Typ hat einfach so... Ja. Der macht Dinge, die dürfen nicht sein. Viermal hat er diesen Dinger jetzt geschossen. Viermal. Oh, da liegt noch ein Item. Müssen wir noch holen. Motivbein. Aua. Mit dem Double Kill hätte ich den Kampf zu Ende gebracht, aber ich will das auch echt immer mal wieder gerne danach stehen bleiben. Immer wieder unterschätze ich diese blöde Reichweite. Ist aber schnell wieder abkaut, ey. Das war jetzt gerade saugefährlich.
Schwarze Fuße, dankeschön. Vielen, vielen Dank für die 50 Bits. Ja, na klar. Ey, Aldrich, echt. Du nervst. Gehörig. First try. Ja. Die Seele von Aldrich, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Als Aldrich über das Schwinden des Feuers sinnierte, weckte dies Visionen über ein Zeitalter der Tiefsee. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag, doch er hatte keine Furcht, denn er würde die Götter persönlich verschlingen. Und die, Lord Asche. Wenn die Fürsten, also Aldrich wurde vom Fürsten zum Fürsten, in dem er Menschen verschlang. Der erklommene Platz auf dem Thron war für ihn jedoch eine Enttäuschung, weshalb er sich dem Verschlingen von Göttern zuwandte. Danke für die GGs. Habe ich deinen Einsteiger at Elden Ring angefangen und das so gemocht, dass Sekiro und Bloodborne direkt hinterher mussten. Cool, viel Spaß damit. Beides absolute Meisterwerke ihres Fachs. So, hier ist Gwynevar normalerweise. Ring der Sonnenprinzessin. Wo ist er? Bin ich blind? Da. Dieser Ring steht in Verbindung mit Gwynevar, der Sonnenprinzessin und ältesten Tochter des ersten Fürsten Gwyn. Heute wirklich Dark Souls 1, Dark Souls 1 ohne Ende. Gwynevar verließ ihr Zuhause mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Mutter mehrerer himmlischer Kinder. Aber welche Götter hat er denn verschlungen? Alle. Alle. Kann man hier nicht runter? So wie in... Ah. So, und dann gucken wir die Seele uns noch an. Bye. Lutleth. Ich bleib jetzt mal beim Irithyll-Schwert, warum nicht, ne? Braucht nur noch ein bisschen Twinkly, damit sich das lohnt. So, Wandlung beginnen. Wunder des Götterfressers Aldrich. Aldrich träumte, als er langsam den Gott des Finstermonds verschlang. In diesem Traum sah er die Gestalt eines jungen, bleichen Mädchens, das sich versteckte. Und der goldene Langbogen des Finstermonds, Wendelin, der allmählich von Aldrich verschlungen wurde. Also hier, Wendelin hat er gefressen. Er ist von mächtiger Magie erfüllt, die durch die Verwendung von Mondlichtfein entfesselt wird. Nicht mehr lange, ich bekomme das Mondlichtgroßschwert. Gut, Leute. Dann sind wir heute gut vorangekommen. Als nächstes werden wir dann Ciris Questlinie zu Ende bringen und dann geht's in den Kerker von Irithyll. Alles dann nächste Woche, wenn ihr wollt. Mir hat's einen Riesenspaß heute Abend gemacht. Vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme im Chat und auch für die ganzen Follows und Abos. Danke, danke schön. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wenn ihr wollt, bis nächste Woche, Freitagabend, 19 Uhr, hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch was. Bye, bye und macht's gut.